Fast alle Männer schauen Pornos. Aber was ist, wenn Pornos schauen zum Problem wird? Wenn du immer wieder an Pornos denken musst und dich auf nichts anderes mehr konzentrieren kannst, oder wenn du keine Lust mehr auf Sex mit einer echten Frau hast, weil für dich die Realität ihren Reiz verloren hast, wenn du vielleicht sogar Erektionsprobleme deswegen hast. Ja, genau darum geht es heute. Pornosucht und wirkungsvolle Auswege aus dem Teufelskreis. Wenn du ab und an einmal einen Porno schaust, ist das natürlich kein Problem, warum auch nicht. Nur bei den meisten bleibt es nicht bei ab und an. Nein, es wird zur Gewohnheit und zwar mit fatalen Folgen. Die meisten können nicht mehr ohne Pornos in Erregung kommen. Und das wäre schon schlimm genug, aber bei vielen wird es dann zu einer richtigen Belastung. Und zwar Belastung für dich, für dein Sexleben und natürlich auch für deine Partnerschaft. Wenn das Pornoschauen zwanghaft wird, dann wird es höchste Zeit, aktiv etwas dagegen zu unternehmen. Was du in so einem Fall machen kannst, das sage ich dir gleich. Als erstes solltest du allerdings überprüfen, ob du tatsächlich an einer Pornosucht leidest bzw. ob dein Pornokonsum schädlich für dich ist. Und genau dafür haben wir bei BestLover einen Online-Schnelltest entwickelt. Du findest den Link dazu in der Beschreibung. Mach den Test unbedingt, am besten sofort heute noch. Es gibt dir eine ganz gute Einschätzung. Nun aber zu drei wirkungsvollen Auswegen aus der Pornosucht. Erstens, neutralisiere dein Belohnungssystem. Was bedeutet das? Kennst du die Bedeutung von Dopamin? Ja, dieses Hormon spielt besonders in Bezug auf Süchte eine wichtige Rolle. Dopamin ist unser Motivationshormon. Es belohnt uns, wenn wir Dinge finden, die uns Freude, Glück oder Befriedigung verschaffen. Dopamin lässt uns also suchen und dann werden wir für die Suche belohnt, was uns dazu bringt, noch mehr zu suchen. Und so geraten wir in eine Art Dopaminschleife. Es gibt keine vergleichbare Lebenssituation, in der wir auf Mausklick so viel und immer wieder neues Dopamin ausschütten können, wie bei Pornos. Vereinfacht gesagt, du bist eigentlich gar nicht pornosüchtig, sondern dopaminsüchtig. Pornos haben allerdings bei übermäßigem Konsum den Nebeneffekt, dass dich realer Sex dann bald nicht mehr so interessiert oder befriedigt. Der visuelle Reiz wird schmackhafter als der Reiz der Frau neben dir, ob bewusst oder unbewusst. Es gibt viele Gründe, warum Pornosucht für dich und für dein gesamtes Sexleben und dein Beziehungsleben schädlich ist. Dazu habe ich schon sehr oft etwas hier auf diesem Kanal gesagt. Hör da gerne rein, wenn dich das interessiert. Und genau weil es so schädlich ist, musst du unbedingt dein Belohnungssystem wieder neutralisieren, damit du dann ein erfüllendes, reales Sexleben haben kannst. Und das erreichst du, indem du dafür sorgst, dass es dauerhaft weniger von diesen extremen Reizen gibt, die Dopamin triggern. Du musst also deinen Pornokonsum drastisch reduzieren. Ich rate in meinen Coachings dazu, ihn für eine gewisse Zeit sogar komplett zu streichen. Wenn du das tust, wird sich dein Dopaminhaushalt automatisch regulieren. Leichter gesagt als getan, oder? Ich weiß. Wenn du wirklich an einer Pornosucht leidest, kann dir die reine Vorstellung, das umzusetzen, unmöglich erscheinen. Wenn du dir jetzt denkst, ja, ich schaffe das niemals, ich verstehe ja alles, aber ich schaffe es nicht, solltest du ganz besonders hartnäckig versuchen, es hinzubekommen. Denn diese Gedanken sind ganz klare Merkmale für eine Sucht. Dein Körper braucht ungefähr 3 Monate, um sich körperlich von Pornos zu entwöhnen. Und für viele ist das ohne professionelle Unterstützung sehr, sehr hart. Es wird sich anfühlen wie eine Art Drogenentzug und das ist es im Grunde ja auch. Für die ersten 2 Wochen werden sich alle Gedanken um die eine Sache drehen. Und diese Zeit musst du unbedingt durchhalten. Danach wird es leichter. Denn wenn du die 3 Monate durchstehst, wirst du merken, wie dich wieder reale sexuelle Interaktionen viel mehr reizen und du wirst sie in Folge vor allem dann auch wirklich genießen können. Wichtig ist, dass du nach den 3 Monaten nicht einfach wieder genauso oft und so viel schaust wie zuvor. Aber ich glaube, das ist ohnehin klar. Denn das würde deine ganze harte Arbeit einfach zunichte machen. Am besten, du lässt es einfach weiterhin bleiben und dann wirst du auch sehen, dass Pornos ihren Reiz langsam verlieren. Mein 2. Tipp: No-Fap.
Ja, das überrascht dich jetzt vermutlich. No, NoFap. NoFap, also die Abstinenz von Selbstbefriedigung generell, wird ja häufig als die Wundermethode gefeiert, wenn es um Entwöhnung und Resensibilisierung geht. Ja, das kann schon so zutreffen, nur meiner Meinung nach halt überhaupt nicht nachhaltig. Wie sollst du eine gesunde Gewohnheit aufbauen, wenn du komplett auf sexuelle Reize und Stimulation verzichtest? Das wäre so, wie wenn man sagt, ich will mehr Medienkompetenz aufbauen und ich verzichte deswegen komplett auf Medienkonsum. Ich weiß, ist ein doofer Vergleich, aber du weißt, was ich meine. Wie kannst du mit deiner Erregung und mit deinem Körper kompetenter werden, wenn du dich in Abstinenz übst? Dein Penis braucht doch das Training. Er muss was Neues erleben. Denn sagen wir mal, du verzichtest die vollen 3 Monate auf Pornos und auf Masturbieren und fängst dann wieder mit Selbstbefriedigung an, und zwar zuerst ohne Pornos, aber eben unreflektiert mit deinem alten, antrainierten Erregungsmuster. Das kann nicht gut gehen. Denn es ist neben der einseitigen Berührung seit Jahren mit Pornos und diesen visuellen Reizen gekoppelt. Die meisten Männer würden nach einer kompletten Abstinenz schnell wieder in ihre alten, vertrauten Muster zurückfallen, weil sie sich keine gesunde Alternative antrainiert haben. Und vertrau mir, wenn ich dir sage, dass die Rückfallquote in so einem Fall einfach wirklich enorm hoch ist. Aber keine Sorge, es gibt andere Wege, wie du nachhaltig deine Pornosucht bekämpfen kannst. Also, verzichte jetzt mal strikt auf Pornos und nutze die 3 Monate, um deine Lust ganz bewusst neu zu lernen und neu zu trainieren. Ja, und damit meine ich, du sollst masturbieren. Natürlich, auch wenn es für dich anfangs wenig reizvoll und auch nicht lustvoll sein kann, dich ohne Pornos zu befriedigen, dann ist es trotzdem auf alle Fälle ist es das wert, dass du das ausprobierst. Du kommst dann weg von schädlichen Verhaltensmustern und kommst zu deiner ganz eigenen neuen Lust. Und glaub mir, es wird dir und dann auch deinen Beziehungen gut tun und eröffnet komplett neue Welten der Erregung. Daher fang an, dich einmal ganz bewusst zu erkunden und neue Erregungsmuster zu lernen. Kurz zusammengefasst geht es also um ganz körperliche Stimulation, es geht um bewussteres Berühren, sich mehr Zeit nehmen und vor allem um die Erregungskurve zu variieren, mit der zu spielen. Drittens, geh in die Tiefe. Stell dir ganz ehrliche Fragen, wie zum Beispiel, warum masturbiere ich stundenlang? Warum bekomme ich überhaupt keine Befriedigung? Ja, stell dir solche Fragen. Vielleicht bist du innerlich unausgeglichen, vielleicht bist du traurig oder fühlst dich gelangweilt. Falls dem so ist, du bist damit nicht alleine. Nicht wirkliche Lust, sondern eben diese Gefühle treiben viele Männer oft zu Pornos. Sie betäuben damit quasi negative Emotionen. Pornoschauen ist eine Ablenkung, eine Flucht. Du gehst deinen Bedürfnissen oder Mangelgefühlen aus dem Weg und versuchst sie zu ignorieren. Und genau da liegt einer der Schlüssel, um von Pornos wegzukommen. Stell dich deinen Themen. Setz dich mit dir auseinander und geh in die Tiefe und heiße auch unangenehme Themen willkommen. Denn hier liegt deine Chance, da liegt enormes Wachstumspotenzial. Womöglich hast du diese Themen schon lange ignoriert. Wenn du also wieder einmal www.yourporn ins Handy tippen willst, dann denke zuerst nach, was gerade bei dir los ist. Fühl in dich hinein. Bist du gerade einsam, überfordert, gelangweilt, niedergeschlagen, mutlos oder ängstlich? Ja, die Frage an dich ist dann, was fehlt mir gerade? Wie kann ich es wirklich bekommen, anstatt mir einen billigen Ersatz zu geben, nachdem ich dann nur umso deprimierter bin? Schau mal, was da hochkommt und schreib es dir am besten auf. Vielleicht wirst du feststellen, dass es einige Lebensbereiche gibt, in denen du unzufrieden bist, weshalb du vor ihnen fliehen möchtest. Nur Flucht wird das nicht lösen. Sie macht es nur noch schlimmer. Und genau darum kümmern wir uns bei der Best Lover Academy. Wir erarbeiten mit dir gemeinsam die Bedürfnisse, die hinter deinem Verhalten liegen, und wir finden ganzheitliche Lösungen für dich. Und deswegen mein Rat, erlaube dir professionelle Hilfe.
Eine Pornosucht ist nichts, was du mal schnell alleine auflösen kannst. Die heutigen Methoden helfen dir jetzt einmal kurzfristig überhaupt, dass du ein Verständnis für dein Problem bekommst. Wenn du aber endlich dein Leben wieder unter deine Kontrolle bringen möchtest, zeigt die Erfahrung anderer Teilnehmer, dass das mit Unterstützung viel einfacher und vor allem nachhaltiger geht. Du kannst aus dem Teufelskreis von Pornosucht und Scham aussteigen. Als ersten Schritt mach jetzt meinen kostenlosen Online-Schnelltest, mit dem du einmal herausfindest, ob dein Pornokonsum negative und schädliche Auswirkungen auf dein Sexualleben und dein Leben überhaupt allgemein hat. Falls beim Test herauskommt, dass dein Konsum schädlich ist, gebe ich dir dort eine ganz klare Empfehlung, was deine nächsten Schritte sind, um aus dem Teufelskreis auszubrechen. Du findest den Link dazu in der Beschreibung. Mir ist ja vollkommen klar, dass dir dieses Thema total unangenehm ist. Da bist du auch nicht alleine. Aber tief in dir drinnen spürst du, dass sich etwas verändern muss. Und dazu gebe ich dir jetzt mit dem Test die Möglichkeit. Jede Veränderung braucht einen ersten Schritt. Und der Zeitpunkt dazu ist genau jetzt.